Für alle, die immer noch dran zweifeln, dass man Dolby Atmos Surround Sound aus einer Soundbar bekommen kann, ist das hier auf jeden Fall der Gegenbeweis. Und mit der Samsung Q995 GC ist es auch noch super einfach. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und wir haben dieses Set aus Soundbar, Subwoofer und Rear-Speakern für euch getestet. Nach der Vorstellung der Soundbar werde ich vor allem darauf eingehen, für wen die Q995 GC die beste Wahl ist. Wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit Surround Sound in den eigenen vier Wänden? Habt ihr euch mit eurem Setup bei einem Film wie Dune schon mitten im Geschehen gefühlt? Teilt eure Erfahrungen gerne unten in den Kommentaren. Wir sind da echt gespannt drauf. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann zeigt uns natürlich gerne auch eure Unterstützung mit Abo, Glocke und Daumen nach oben. Die Soundbar gehört schon zu den größten überhaupt. Sie ist mit über 1,20 Meter Breite quasi genauso breit wie ein 55 Zoll Fernseher. Die Höhe von 7 cm passt unter die meisten TVs nur relativ knapp. Dazu kommt noch ein großer Subwoofer und natürlich die beiden Rear-Speaker. Selbstverständlich brauchen alle vier Einheiten Strom, verbinden sich ansonsten aber kabellos. Die Verarbeitung ist gut und das Plastikchassis und Metallgitter sind zwar echt nicht schlecht, aber designtechnisch jetzt auch kein allzu großes Highlight. Die Soundbar hat für die Verbindung mit dem Fernseher einen digital-optischen Eingang sowie den eigentlich vorgesehenen HDMI-EARC-Anschluss. Es gibt noch zwei weitere HDMI-Eingänge, damit man die Soundbar zum Beispiel auch zwischen einen Blu-ray-Player und einen Fernseher schalten kann. Allerdings sind das nur HDMI 2.0-Anschlüsse, also nicht wirklich ausreichend für PlayStation 5 oder Xbox Series X. Außerdem gibt es noch einen USB-Anschluss auf der Unterseite, der aber auch nur für Servicefunktionen gedacht ist. Als kabellose Verbindung für Zuspieler gibt es Bluetooth in der Version 4.2 und WLAN. Damit ist bei einem aktuellen Samsung-Fernseher auch Wireless Dolby Atmos möglich, also ohne HDMI-Kabel. Die Samsung Soundbar hat ganze 22 Lautsprecher, mit denen 11.1.4 Kanäle erzeugt werden. 7.0.2 Kanäle aus der Soundbar werden durch den Subwoofer und die beiden 2.0.1 Rear Speaker komplementiert. Insgesamt kommen all diese Lautsprecher auf 656 Watt RMS. Aber ich möchte es an der Stelle kurz erwähnen, die Zahlen sind alleine noch kein Garant für guten Surround Sound oder Klang. Dazu kommen wir gleich noch. Vorher geht's noch kurz um die Bedienung. Auf der Oberseite der Soundbar gibt's vier Tasten für die rudimentärsten Dinge. Mehr kann man dann mit der Fernbedienung einstellen. Die Fernbedienung sieht der letztjährigen Samsung TV-Fernbedienung zum Verwechseln ähnlich, weshalb praktischerweise noch Soundbar draufsteht. Die meisten Einstellungen lassen sich auch mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung schnell und einfach anpassen. Das ist auch gut, denn auf dem Display der Soundbar kann man leider echt wenig erkennen. Einerseits ist es nur breit genug für 3 bis 4 Buchstaben und hinter dem Gitter ist es ohnehin wirklich schlecht lesbar. Noch besser ist aber die Steuerung mit der dazugehörigen App. Diese funktioniert nämlich echt intuitiv und bietet noch mehr Möglichkeiten. Außerdem unterstützt die Soundbar Spotify Connect und AirPlay 2 sowie Amazons Alexa als Sprachassistenten. Erstmals ist auch ein SmartThings Hub in eine Soundbar von Samsung integriert. Smarte Geräte im Haushalt können damit über die Soundbar mit der Alexa-Sprachsteuerung bedient werden. Wie bereits erwähnt, hat die Q995 GC 11.1.4 Kanäle und dann will man ja auch den Surround-Sound hören. Ein solches Set holt man sich nicht wirklich für eine schöne, klare Stereobühne. Schon Musik kann im Modus adaptiver Ton oder Surround aus allen Richtungen erschallen und
Auch wenn das jetzt nicht zwingend audiophil ist, so ist es auf jeden Fall beeindruckend. Bei Filmen sind Dialoge gut verständlich und wenn du doch mal etwas nicht direkt verstehst, dann hilft der Sprachverstärker. Der Bass aus dem externen Subwoofer hat auf jeden Fall Wumms, ist eigentlich sogar etwas zu prominent, kann aber natürlich sehr leicht etwas heruntergedreht werden. Und gegen Stress mit empfindlichen Nachbarn gibt's noch einen Nachtmodus. Wenn wir jetzt schon bei den Anpassungen sind, dann muss man noch SpaceFit Sound Pro nennen. Aus Auto EQ, zuständig für die Einmessung des Subwoofers im Raum, und SpaceFit Sound 2 für Soundbar und Rears, die es noch im Vorjahr gab, wurde jetzt eben SpaceFit Sound Pro. Für dich bedeutet das, aktivierst du die Option, vermisst die Soundbar regelmäßig deinen ganzen Raum und passt den Klang darauf an. Praktisch also und noch weniger Arbeit bei der Ersteinrichtung. Wenn es jetzt aber um Kinofilme, aktuelle Serien oder Games mit Dolby Atmos oder DTS:X Tonspuren geht, dann zeigt Samsungs Top Soundbar wirklich, was sie kann. Töne werden präzise um einen herum positioniert und das nicht nur da, wo sich die Soundbar oder Rear Speaker wirklich befinden. Es entsteht eine Kulisse, als wäre man mitten im Geschehen. Was die vier Höhenkanäle angeht, so sind die für eine Soundbar echt beeindruckend. Man muss hier fair sein und zugeben, dass die Ortung der Geräusche nicht mehr ganz so klar ist, wenn sie über einem sind, wie jetzt in der Ebene. Aber es entsteht definitiv ein dreidimensionaler Sound, auch in schwierigen Räumen. Getoppt wird das von keiner Soundbar, die wir bis jetzt getestet haben. Besitzt du einen passenden Samsung-Fernseher, kannst du das Setup mit Q-Symphony sogar noch um die Lautsprecher des Fernsehers erweitern. Dann spielen Fernseher und Soundbar zusammen. Einen allzu großen Mehrwert konnten wir hierbei aber nicht feststellen. Und das ist jetzt weniger Kritik am Feature als vielmehr ein echtes Lob an die Soundbar selbst. Samsung verspricht bei der HWQ995GC auch noch einen verbesserten Game Mode Pro. Der soll Direktspiele erkennen und in den passenden Soundmodus springen. Dabei soll das Spielgenre erkannt und dementsprechend der Klang nachjustiert werden. Was genau im Hintergrund passiert, können wir nicht ganz nachvollziehen. Da aber sämtliche Spiele druckvoll und detailliert an unser Ohr drangen, scheint die Soundbar von Samsung in dem Punkt einen guten Job zu machen. Die Samsung HWQ995GC liefert einen beeindruckenden Dolby Atmos Surround Sound, der dich voll ins Geschehen eintauchen lässt. Und das Samsung Set gehört ja auf jeden Fall zu den besten Soundbar-Lösungen, die es überhaupt gibt. Führt die Liste der von uns getesteten Soundbars ja sogar an. Und das ist noch gar nicht das Beste. Denn wahrscheinlich spätestens ab September dieses Jahres kann man mit einem Preis von ca. 1000 Euro rechnen und damit ist sie auch erheblich günstiger als die besten Optionen von Sennheiser, Sonos oder Sony. Ja, so fair muss man sein, die Q995GC ist vielleicht nicht die schickste Option. Das Display ist zu klein und sie hat keine integrierten Streamingdienste. Aber dafür ist sie super leicht zu bedienen. Es ist quasi Plug and Play, also viermal Plug und dann erst Play, weil es eben vier Boxen sind, die natürlich alle einen eigenen Stecker haben. Wenn es also für dich okay ist, auch einen externen Sub und Rear Speaker aufzustellen, dann ist die Samsung Soundbar die beste Option für Dolby Atmos unter 2000 Euro und sie kostet ja sogar nur die Hälfte. Erst echte Dolby Atmos Surround Sound Anlagen können da wirklich mehr. Und die sind teurer und auf gar keinen Fall so leicht zu installieren und zu bedienen. Den aufmerksamen Zuschauern ist vielleicht aufgefallen, dass hier vieles sehr ähnlich klingt wie bei der Vorgänger Samsung Soundbar Q995B. Und das liegt daran, dass sich die beiden auch wirklich zum Verwechseln ähnlich sind.
Schlimm ist das aber auch gar nicht, denn die Q995B war ja schon extrem gut und die Q995GC setzt jetzt mit Spacefit Sound Pro und dem Samsung SmartThings Hub zumindest ein bisschen neue Software obendrauf. Ein Upgrade lohnt da aber nicht. Eher würde ich bei Interesse an der Q995GC die Angebote von beiden Soundbars überprüfen und mich dann einfach fürs günstigere entscheiden. Um euch das zu vereinfachen, findet ihr die beiden Angebote direkt unten in der Videobeschreibung. Ja, was sagt ihr zur Samsung Q995GC? Findet ihr es schade oder gut, dass sich im Vergleich zur Vorgänger-Soundbar so wenig geändert hat? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Den Link zum ausführlichen Testbericht von Torben findet ihr, wie auch die Videos über mögliche Alternativen, unten in der Videobeschreibung. Jetzt sag ich nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.